Wer meine Videos kennt, der weiß, dass ich auf Syncfing als Synchronisationslösung setze. Der große Vorteil von Syncfing ist, dass es so gut wie auf allen Plattformen betrieben werden kann und wenn man es richtig anwendet, das Ganze sehr datenschutzfreundlich ist. Leider hat aber die ganze Zeit eine Funktion gefehlt, die das Ganze noch sicherer macht. Und zwar würde ich natürlich gerne, wenn ich einen Cloud-Server nutze, meine Daten dort verschlüsselt speichern. Das ist jetzt endlich möglich. Das wurde mit einem Update nachgereicht. In diesem Video schauen wir uns an, wie wir diese Funktion einrichten können. Los geht's nach dem Intro. Schauen wir uns doch als erstes mal die lokale Installation an. Der klassische Fall wird ja sein, dass ich bei mir lokal Syncfing laufen habe und einen oder mehrere Ordner, die ich dann mit einem Gerät synchronisieren möchte, das zum Beispiel als Server agiert. Habe ich das bei mir im Heimnetz stehen und habe das sowieso verschlüsselt, dann ist diese Verschlüsselung, naja, vielleicht nicht ganz so notwendig. Nutze ich aber ein Gerät im Internet, also zum Beispiel einen Virtual Private Server oder eine Seedbox, dann macht die Verschlüsselung natürlich deutlich mehr Sinn. Denn ich habe hier eine clientseitige Verschlüsselung, das heißt, die Daten verlassen verschlüsselt meinen Computer. Das Ganze ist also ziemlich sicher. Also fangen wir mal mit der lokalen Installation an. Ich bin auf der Syncfing Webseite und kann mir das Ganze hier runterladen. Bei Windows bietet sich zum Beispiel der Sync Tracer an. Das ist ein sogenannter Wrapper, der macht das Ganze etwas komfortabler. Nach der Installation öffnet sich dann Sync Tracer und präsentiert mir die Benutzeroberfläche. Jetzt brauche ich ja noch ein Gerät, mit dem ich meinen Ordner teile. Ich werde jetzt hier nicht den Sync-Ordner teilen, später wird es dann der Download-Ordner werden. Ich werfe mal hier den Ordner raus, damit wir hier keine Verwirrung haben. Einfach entfernen. Und jetzt brauchen wir ja noch den Server. Mein Serveranbieter ist jetzt hier Cloudboxes.io. Warum Cloudboxes.io? Naja, der erlaubt mir ganz einfach Syncfing hier als One-Click-Geschichte zu installieren. Das muss ich mir vom Support aktuell noch freischalten lassen, weil die wohl irgendwelche Zugriffsprobleme damit hatten. Aber prinzipiell läuft das Ganze. Ich gehe mal hier auf Open Syncfing. Und ja, den Nutzungsbericht können wir mal schicken. Allerdings ganz wichtig hier, wenn Syncfing installiert ist, dann sollte man hier bei der GUI ein Passwort setzen. Beim Neuladen der Seite werde ich jetzt nach dem Passwort gefragt. Das ist schon mal die erste Sicherheitsstufe, die wir hier einziehen sollten. Ich lösche das Ganze auch mal hier weg, also auch diesen Default-Folder, den er hier angelegt hat, auch den lösche ich weg. Wir wollen ja einen ganz anderen Ordner synchronisieren. So, jetzt gehen wir wieder mal zurück, lokal. Also wenn du Sync Tracer hier siehst, dann bin ich immer lokal bei mir, auf meinem Windows-Gerät. Dieses Gerät nennt sich auch Windows, also da kann man die, glaube ich, ganz gut unterscheiden. Das kann ich ja jetzt hier auch benennen. Das würde ich jetzt einfach mal Cloudboxes nennen. Dann wissen wir auch, was damit gemeint ist. Dann fangen wir doch mal an, einen Ordner hinzuzufügen und verschlüsseln den jetzt. So, und zwar Ordnerbezeichnung, die ist einfach Downloads. Ja, und das hat er, glaube ich, schon fast richtig erkannt. Schauen wir noch mal. C, Benutzer, müssen hier immer den Pfad abgehen. Genau, das ist jetzt hier unser Ordner, den wir teilen möchten. Habe ich ein paar NCBs drin liegen. Nichts Dramatisches. Und gehe mal auf Speichern. Jetzt scannt er den als erstes, aber ich habe ja noch gar keine Geräte hier hinzugefügt. Ich könnte jetzt hier auf Gerät hinzufügen gehen oder wir machen es andersherum. Ich gehe mal hier auf eigene Kennung, kopiere mir diese Kennung raus und gehe dann auf meinen Server zurück und auf dem Server gehe ich dann auf Gerät hinzufügen. Hier unten kann ich dann die Gerätekennung eingeben und als Gerätenamen wähle ich hier einfach Windows aus. Gehe ich einmal auf Speichern. So, ich habe das Ganze jetzt hier hinzugefügt. Jetzt gehe ich mal zurück auf meine lokale Syncfing-Instanz. Und hier passiert jetzt erstmal nichts Spannendes, aber es sollte jetzt hier bald eine Meldung kommen, dass ich ein Gerät gerne verbinden würde. Schauen wir mal, wie lange das dauert. Jetzt bekomme ich hier die Meldung, dass Cloudboxes sich verbinden möchte. Jetzt sollte ich sicherheitshalber hier einmal die Kennung abgleichen. Das habe ich schon getan und deshalb kann ich hier auf Gerät hinzufügen gehen.
Das Ganze quittiere ich jetzt hier noch mit Speichern und als Gerätename ist Cloudboxes festgelegt. Jetzt kann ich zwei Dinge machen. Entweder ich gehe hier auf meinen Download-Ordner, auf Bearbeiten und teile das Ganze und kann jetzt hier ein Passwort festlegen. Ist im Prinzip auch alles richtig, aber eine Stufe eleganter ist noch, wenn ich das Gerät als unsicher markiere. Hier habe ich ja eine Liste aller Geräte bei SyncFing, klicke ich hier auf Bearbeiten und hier gehe ich dann auf Erweitert und wähle das Gerät als nicht vertraut aus. Klicke ich hier einmal auf Speichern und erst jetzt würde ich empfehlen, den Ordner zu teilen. Klicke ich hier einmal an und hier steht jetzt Gerät wird nicht vertraut. Ich kann jetzt also hier erst speichern, wenn ich mein Verschlüsselungspasswort eingebe. Mache ich jetzt einmal, gehe mal auf Speichern und jetzt startet die Synchronisierung. Das sind ungefähr 450 MB und ich würde doch mal gerne schauen, wie das dann auf dem Server aussieht. Hier muss ich dazu erst wieder den Ordner erlauben, gehe dann in den Ordner Config Downloads, ja, kann er machen. Und so sieht es dann am Ende auf dem verschlüsselten Gerät aus, da ist also nichts mehr zu erkennen, wie man hier sieht. Also da kann ich nicht mal mehr die Dateinamen irgendwie rauslesen, das ist alles verschlüsselt. Ja, wie ich finde, ein sehr nützliches Feature in SyncFing. Ich kann jetzt also irgendein Gerät in diesen Synchronisationsverbund mit reinnehmen, auch wenn ich diesem Gerät nicht traue. Und alles, was im Internet steht, dem würde ich generell einmal nicht trauen. Schaut auch mal in die Videobeschreibung. Ich habe mal eine Liste gemacht mit günstigen Virtual Private Servern, auf denen man das Ganze laufen lassen kann. Oder noch einfacher, ihr nutzt einfach den Link hier zu Cloudboxes.io aus der Videobeschreibung, ist ein Affiliate-Link, das heißt, da würde ich mit dran verdienen, wenn du dir hier einen Account kaufst. Und dort läuft nämlich nicht nur SyncFing, sondern hier kann man zum Beispiel auch Nextcloud betreiben.